Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creators. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich habe das da mal minimal überarbeitet. Twitter am Bonöpel. Der eine ist da falsch, glaube ich. Das sieht voll komisch aus. Dass da nur der eine so extra ist. Aber eigentlich ist es richtig. Also ich kann auch so machen. Ist ja völlig egal. So, ja, ich habe das mal minimal überarbeitet. Ich habe den noch eine Stufe höher gesetzt, damit das mehr so eine Form hat. Und hier die Tür ein bisschen erweitert und das hier so gemacht. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig. So, dann haben wir hier so zwei Doppeltüren statt nur einer einzelnen. Ist eigentlich ganz gut, fällt gar nicht so ins Gewicht. Und die Höhe habe ich mal geguckt, wie hoch ich da gehen muss. Das ist quasi der Ring, der da oben immer ist, der oberste Ring. Und da müssen wir anschließen, das machen wir jetzt hier die Folge und dann ziehen wir links und rechts mal die Wände ran. Oder besser gesagt, wir ziehen die Wände ran bis zu diesem Ring. So, bis gleich. Was wir natürlich machen könnten, wären jetzt hier auch große Eingänge reinzimmern. So große Torbögen. Wäre jetzt auch noch eine Option, die ich hätte. Aber gewusst wie ist immer die Sache. Gewusst wie, das weiß ich nämlich nicht. Ich will jetzt ja auch ungern bis hier vorgehen. Ich könnte höchstens hier bis hinten rangehen. So schlimm wäre es jetzt, glaube ich, nicht. Wenn ich mir jetzt nochmal hier den weißen schnappe. Oder besser gesagt, hier nochmal. Ist nicht so. Ist aber auch nur ein Dreierbereich, ne? Wollte den nochmal überarbeiten hier. Oder ich gehe die Nacht, setze die nach da. Das geht natürlich auch. Den Sama hinsetze. Dann habe ich den hier. Ich glaube, das könnte man auch tun. So ist es halt ein bisschen eckiger. Aber vielleicht nicht verkehrt. Jetzt sage ich, ich gehe mit dem bis hoch. Wo ich hin muss. So, das Ding ist ja, der soll ja gar nicht so hoch gehen. Jetzt wollte ich ein bisschen tiefer haben und ein bisschen weiter hinten. Setzen den mal hier so an. Mal so als Beispiel. Theoretisch könnten wir hier auch versuchen, die Rundung hinzukriegen. So. Ich mache das jetzt einfach mal hier so plupp, rein pro forma. So, der dient mir hier quasi nur als Beispiel. Und die wäre dann dieser Bereich. Wie haben wir das da unten gemacht? Das würde ich doch gerne übernehmen. Ich glaube, ich einfach nur... Da muss ich nochmal gucken. Oh, den da einfach nur so freischwebend hingepackt, ne? Ja. Wir müssen ja hier ein bisschen experimentieren. Also quasi so.
den denn oben drauf? Da sind wir auf der richtigen Höhe. Das sollte so passen, würde ich mal meinen. Ja, doch, das kriegen wir schon hin. Der Rest, der kommt dann von ganz alleine. So. Irgendwie. Hier, das wäre zu schmal, deswegen müssen wir doch wirklich direkt hier rangehen. Und zwei. Und so eine Dreierreihe. So, versuchen wir hier mal zwei große Tore reinzuziehen. Alles natürlich mit Bogen. Oh, da sind wir auch schon oben. Ja, lassen wir ruhig mal so stehen. Oh, wollen wir den ein bisschen runder machen. Runder heißt so. Ich quatsch gar nicht wahr. Aber hier runter. Ja, ist schon besser. Sieht aktuell noch sehr interessant aus. Ich hoffe, das ändert sich gleich. Tja, was machen wir hier? Ja, aber so eine schlechte Mitte. Wir müssen so die Mitte rausziehen. Also grundsätzlich erstmal hier noch so eine Reihe rein. Aber 1, 2, 3. 2, 3. Ja, eigentlich könnte man auch so machen. So. Sieht aktuell sehr komisch aus, ich weiß. Aber kommt. Keine Angst, es kommt noch. Also ich hoffe mal, dass ich das jetzt hier schön hinbekomme. Jetzt hier einfach mal so die Fahrt auf, nach oben. Ist jetzt relativ unwichtig, glaube ich, dass der da nicht drauf knallt. Hauptsache, der geht nicht davor. Ist mir dann doch schon ein bisschen wichtiger. Das wäre mir zu langweilig. Thank you.
schön bis oben hin. So. Auf jeden Fall interessanter sieht das aus dadurch. Man könnte den hier quasi noch mal ersetzen. Eine Treppe zum Beispiel, so. Hier auch noch mal eine Treppe hin. So. Wie gesagt, sparen, wo es geht. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Interessant wird es jetzt hier gleich oben. So. Gucken, ob das auffällt. Eigentlich fast gar nicht. So. Jetzt die Frage, was haben wir hier für eine Höhe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dahin. Ist ja auch total blödsinnig, was ich hier mache. So. Meine Idee, die ich jetzt gerade noch gehabt habe. Zaun, 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 Zaun. Haben wir überhaupt schon Zaun freigespielt? Wir haben Leiter. Dafür brauchst du den. Den will ich aber noch gar nicht. Hier, den da. Wir haben ein paar Paletten. Warte mal. In der Höhe ist es, glaube ich, okay. Ja, warte mal. Ich bin jetzt hier gerade noch ein bisschen. Ich will das mal doch auf diese Ebene setzen. Endet ihr hiermit? Genau so. Einfach gerade mal so, wo wir was können. Es sieht kurios aus, ist aber, glaube ich, in Ordnung. Wo rennst du denn hin? Dich brauchen wir nämlich. Okay.
Das Hardcore Blau. Ja, ich denke, das passt schon noch. Wenn das dann daneben und so weiter immer weiter rumwandert, dann ergibt das vielleicht später sogar einen Sinn. Ja, das muss ja dann aufs ganze Gebäude gesehen werden. Ich lasse es erstmal so. Ich hoffe, euch gefällt's. Das ziehen wir daneben jetzt auch nochmal durch. Und dann sollte das vielleicht sogar irgendwie in Ordnung gehen. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Däumchen dalassen, Abo und Glöckchen drücken. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.